Ja, Freunde, da sind wir schon. Heute wollen wir uns mal das frisch rausgekommene Spiel Farmers Faser angucken. Und das war ja schon der Vorspann jetzt, direkt der Einstieg ins Spielchen. Wir haben es gesehen. Unser Dorf oder kleines Häuschen da unten wurde bombardiert und angegriffen. Und jetzt fange ich mit euch gemeinsam quasi an. Wollen wir mal gucken, wie das Spiel so ist. Das ist ein Early Access Game. Und mal sehen, wie weit wir survivalen können. Willkommen im Vater des Bauern. Ja gut, das ist jetzt elektrotechnisch eingedeutscht wahrscheinlich. Das letzte Jahr des Krieges steht vor der Tür. Überleben Sie diese schwierige Zeit. Also man soll 365 Tage überleben halt. Ne? Hardcore-mäßig survivalen in Kriegszeiten und so. Das ist halt ja, Abenteuer-Action-Survival-Simulation so. Ne? Wir werden es gewahr. Unser Held muss sich um seine Familie kümmern. Ja, wir sind nicht ganz alleine hier. Ihr hört das Quieken schon im Hintergrund. Lasst mit ihnen nichts passieren. Da ist Klicken, sonst lernen wir die Steuerung. Einmal nach vor, einmal zurück. Z. Mit Z machen wir diese leuchtende Umrandung, damit wir die Quest-Items oder so sehen können, wo wir interagieren können wahrscheinlich, ne? Ich muss das Wesentliche sammeln und weglaufen. Oh, guck mal hier. Das ist unsere Family. Mahlzeit. Guck mal, das Baby schwebt da. Oh, ist das dunkel? Ist das eine Schatztruhe? Okay, nehmen Sie die wichtigsten Artikel von Ihrem Zuhause. Also wir sind gerade dabei, abzuhauen wohl, ne? Ja, wollen wir mal gucken, das Spiel, ich glaube, kostet so um die 10 Euro gerade. Ich glaube, das ist ein Starterangebot von Steam, müsst ihr mal schauen. So, ich muss mal im Z drücken, ne? Sonst wird das nichts hier. Okay, wählen F, verbrauchen. Also wir nehmen mal das Essen mit, ne? Tab ist unser Inventar, alles klar. Lassen Sie mich in diese Tasche von mir schauen, werden all diese Stöcke hineinpassen. Ja. Ein Lämpchen haben wir. So, mit der rechten Maustaste. Extrem schwarz-weiß. Kann ich noch irgendwie Z drücken? Hier ist noch ein Hammer, guck mal. Also die glühen dann, die glimmen dann kurz auf, diese Items, die ich hier mitnehmen kann, ne? Dann nochmal Z drücken, ups. Haben wir noch irgendwas Leuchtendes? Blub. So, sprechen. Willkommen. Gattin, ein Geschenk Milch. Folgen Sie mir. Okay, hier gibt es irgendwie so die Kommandos. Da oben seht ihr das. Ein Geschenk Milch. Ja, dass du das nicht an dir hast. Folgen Sie mir. M ist die Karte. Gut, das soll das Dörfchen sein. Und wir sind hier in der Mitte sehr zentral. So, kommt die denn jetzt hinterhergedackelt? Ja. Ich denke mal hier, ne, oder was? Da stehen die Panzer schon vor der Tür. Aber, liebe Freunde, ich bin nur mit dem Hammer bewaffnet. Die werden mir sicherlich nichts tun. So, entkommen der Farm in Richtung des Campgeländes. Richtig, genau. Also da brennt das ja nicht so gut. So rennen kann ich im Moment nicht, springen auch nicht, ducken im Moment wohl auch nicht. Aber das brauchen wir wohl nicht. Sie verlassen die Spielbereiche. So, so, du Lümmel. Lass uns mal gucken. Wo müssen wir hin? Karte gucken hier. Nee, wo ist denn der Weg, Alter? Wo ist die Frau? Wo ist denn hier unser Ausgang, Frau? Sag doch mal. Also das bin ich jetzt hier. Da kommt sie hinterher. Okay, dann müssen wir doch da. Aber da muss doch der Ausgang sein. Ja, ist schon schwierig zu survivalen hier auf dem eigenen Gelände. Nicht wahr, nicht? Vor allen Dingen sind wir so ein so hochinteressant militärisches Ziel, ne? Unsere kleine Family hier. Dass hier drei Panzer umher stehen. Ja, so, also müssen wir jetzt erstmal durchs Feuer oder was? Was ist denn hier wieder los, hä? Was ist denn das? Hä? Tatsächlich, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier wirklich irgendwie... Hä? Das Feuer löschen oder sowas, oder wie? Trinken Sie aus dem Brunnen? Nee. Durst haben wir keins. Vielleicht haben wir gerade getrunken. Da sind irgendwie Wachleute.
Freund oder Feind, du Lümmel? Zu schnell, mein Kopf langsam und leise. Okay, jetzt haben wir ducken gelernt. Überwältigen. Ey, oh, das ist ein Schein. Was ist hier denn los, ey? Ich kann sicher schneller gehen, nicht zu lange hoffentlich. Ja, das Gewehr lassen wir natürlich liegen. Shift. Okay, jetzt können wir aufstehen und dann kann er rennen. Mutter, wir müssen einen sicheren Ort finden. Ich habe über einen Campingplatz im Wald nachgedacht. Lass uns gehen. Wieso denn Mutter? Da war doch eben Gattin. Hat das Baby gerade gesprochen? Jetzt bin ich total verwirrt. Und sie ist auch verwirrt, deswegen rennt sie immer hin und her. Okay, weiter geht's. Zurück zur Frau? Was, wie, wo? Finden Sie einen zum Campen. Einen Platz zum Campen. Lass mal sehen hier. Bunker. Bin ich denn jetzt? Ich hab mich ja sonst nicht mal selber wieder, Leute. Wann soll ich noch einen... Ach, hier sind wir. Guck mal. Lager. Da ist das Lager geradeaus. Ja, gut. Ich denke mal, das wird relativ linear sein, das Spiel, ne? Siehst du, seid ihr. Wo lang denn jetzt? Helft mal. Die Welt treibt uns in diese Richtung hier. Okay. Wir haben schon was gefunden. Ich muss zu diesem Unterstand kommen, weil wir erfrieren werden. Okay, dann sammeln wir mal die Bretter ein. So, komm rein hier. Jetzt machen wir uns eine warme Bude. Also zu Hause war mit dem Feuer, ne? Mit dem Brandwasser ein bisschen wärmer als hier. So. Wird der Level geladen? Das Untergeschoss? Ja, das ist aber harmonisch, ne? Guck mal, hier lässt sich's leben. Komm runter jetzt hier, du. Nehmen Sie die Waffe und Munition vom Tisch. Ja, das hört sich da auch gut an. Guck mal, hier ist ja alles bestens vorbereitet, nicht wahr? Da können wir auch schon hier die Sachen so reinballern, theoretisch, ne? Nee? Unsere Lagerkiste. Hat, ob hier einer gewohnt hat? Guck mal, Kochschinken haben wir dabei. Mamfi. So, wenn ich Z drücke, wie gesagt, dann leuchten manche Items hier so ein bisschen. Ein Ofen. Oh, wir können hier was kochen. Und der Donnerkiesel, guckt euch das mal an. Angeln, Brennerei, Tierfutter. Junge. Ey, kann man richtig survivalen. Oh. Ich survival auch gerade. Oh. So, das ist Munition. Hier gibt es ja eine Taschenlampe oder was? Irgendwie ist das dunkel, ne? Oder geht das? Kann man was sehen auf YouTube? Ja, ist halt ziemlich gräulich hier. Wenn nicht, um zu sagen, schwarz-weiß. Hallo. Hm. Eine Küche anzünden. Die Küche soll mal anzünden. Ach du grüne Neun, da brauche ich ja einen Kanister Benzin für, ne? Ja gut, das ist halt wie gesagt, Early Access ganz früh gerade rausgekommen und da müsst ihr entspannt bleiben. Ihr dürft nicht zu hart kritisieren bei solchen Spielen, die ganz früh rausgekommen sind, ne? Das ist eigentlich logisch, oder? Aber dennoch sollten die schon spielbar sein und sowas, ne? Also man darf hier nicht, oder man sollte nicht jeden Kram rausbringen, wenn gar nichts funktioniert. Das, ne? Ich denke immer, da wird Steam, glaube ich, auch drauf achten oder sowas, ne? Wo sowas... Eine Küche anzünden. So, hier jetzt oder was? Vorbereiten. Kochen, das sind die Kochfelder. Kalt, hier müssen wir machen. Feuer anfachen. Diese Übereinstimmungen sind verflucht. Was? Warum brennst du nicht einfach? Kostenloser Brennstoff für Feuer. Das ist ja wunderbar. Wie mache ich das jetzt hier? Hier? Ziehen Sie das Wasser hier ins... Ziehen Sie das Brennholz dahin. Bestätigen. Wo? Ziehe ich das da drauf oder was? Keine Ahnung. Hier und jetzt schlafen. Halten Sie die Verschiebung gedrückt, um alle Teile einer Gegenstände zu verwenden. Junge! Wasserflasche. Vorbereiten. Kochschinken.
So. Ist das so richtig oder was? Nee, ne? Aufzug. Steht neben mir Aufzug. Offen oder Aufzug? Mit. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwie die Dinger hier? Wo liegt denn da ein Stock? Ist der unter dem Boden oder was? Irgendwie unter dem Haus, ne? Ist das das Wasser hier oder was? Na, ist das gerade geruckelt oder was? So. Nehme ich den jetzt? Ist da auch nicht. Ausgestattet hier, so. Also da muss ich noch mal eben kurz. Es ist gar nicht so einfach hier zu survivalen. Nee. Ziehen Sie das Wasser hier hin. Kann ich gar nichts mitziehen. Das hier. 1, 2, 3. Slot. Ja, also. Aber ich ist ja auch gar kein Wasser dran. Kein Haushalt ohne einen existieren. Hinlegen, stornieren. Kann es hier nicht hinbringen. Ja, ja, alles nicht so einfach hier, ne? Das ist dann so eine alte Küchenhexe da, Leute. Da muss man erstmal drauf klarkommen, ne? Wie das hier funktioniert. Wir müssen schlafen. Legen Sie sich für eine Zeit lang ins Bett. Sleep? Fragezeichen steht da. Oha. Boah. Willst du schlafen gehen? Oder flippt sogar mein Greenscreen hier schon aus, Leute? Unfassbar. Selbst mein Greenscreen flippt schon aus hier. Hören Sie auf, die Hilfebildschirme anzuzeigen. Wasser River. Neuer Schnellreisepunkt. 10 Uhr morgens. So, jetzt ist sie unten. Dann gehen wir nach oben, oder was? Jetzt steht hier gerade keine weitere Quest mehr, oder? Wo ist denn meine Knarre überhaupt? Hier, komm mal ran hier. Zwei. Damit knallen wir alles ab hier. Da war nämlich ein böses Schwein irgendwo, ne? Ich hab grad Grunzen hören. Holzhacken. Die meisten Bäume können gehackt werden. Na, wollen wir mal probieren? Survival-Spiele musst du mal Holzhacken. Das muss so sein. Oh nein, ich darf... Ich darf immer wieder drücken. Na. Rumlaufen. Jetzt aber direkt aufs Haus. Verlaut. Und nun? Habe ich jetzt Holz gesammelt oder sowas? Nö. Müssen wir erstmal die Äste entästen. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? Na, warte mal, wenn ich Z drück. Ja, das braucht man schon ab und zu, ne? Sonst sieht man das ein bisschen nicht so gut. So, jetzt können wir den aber einstöpseln hier, oder was? Was ist das hier? Na, wo ist denn meine Axt jetzt wieder hin? Lümmel. Ich mach immer auf 3. Ein so ein Ding habe ich gerade gekriegt hier. Extrem Holzhacking hier, ne? Aber das ist der Rohstoff, den wir gleich brauchen, gell? Baumstumpf. Nicht sehr nützlich, er kann verbrannt werden. Was siehst du?
Wir wollen das ja kuschelig warm haben, ne? Wir sind hier im Winter, Leute. Wir müssen nur ein Jahr überleben. Und unten links sehen wir unsere Energie, Ausdauer und Hunger und Durst. Stöcke liegen auch. So, ich wollte das Schwein schießen. So, wir müssen aufstehen, sonst kann er nicht rennen. Kann ich die tragen? Ach, die kann ich auch mitnehmen, ne? Hm. Was ist das denn hier? Schaufel können wir auch mitnehmen. Sieht lustig aus, wie er mit schaufelt. Okay, dann wieder runter in den Keller. So, die Dinger hier machen wir dahin. Ja, hauen wir voll rein. Hinlegen. Nee, das. Also irgendwie hat das. Irgendwie muss das nochmal klein gehackt werden oder so. Oder was ist das hier? Aber kann ja gebrannt werden, stand da eben, ne? Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wie funktioniert das, Leute? Ziehen Sie hier Brennholz rein. Ja gut, das sieht aber auch nicht so aus, ne? Also Leute, ich habe selber keinen Kamin. Ich weiß, wie das geht. Das hier noch irgendwie klein hacken oder was? Da passiert aber nichts. Muss das gesägt werden? Wo ist die Säge hier? Ja, ich höre doch wieder das Schwein. Oder hatte gerade geschissen. Also sowas. Macht das Baby die Grundgeräusche oder was? Wählen. Ziehen Sie hier das Brennholz rein. Tropfen verwerfen. Jetzt haben wir den hier liegen oder was? Hinlegen. Tanken. Verbrennen. Brennt er jetzt oder was? Helft doch mal! Wie geht denn das hier, Junge? Was ist denn du wieder los? Zweige bekommen. Sie können Zweige im Wald finden. Aber wenn Sie eine Axt haben, gibt es eine einfache Möglichkeit, dies zu tun. Schneiden Sie einfach vom Baum ab. Ja. Rennerei. Angeln können wir. Gebäude können wir bauen. Holzhacken. Also, ein Hundi dürfen wir haben. Ihr seht das? Das ist doch rein. Also. Es sieht ja jetzt irgendwie so ein bisschen einfach aus, ne? Aber die Möglichkeiten sind hier schon, ne? Gegeben. Wenn sie die Küche verlassen, dann geht das nicht mehr. Also man muss dabei bleiben, am Herd stehen. Das sieht ja lecker aus hier jetzt, ne? Wasser zu bekommen ist sehr einfach. Sie müssen im Flusssee oder was auch immer eine leere Flasche haben. Mhm. Vorbereiten von Brettern. Okay, Bretter machen wir mit der Dings hier, mit der Säge dann mal. Die Tiere werden immer etwas zu essen finden, jedes Mal. Um eines der Tiere zu füttern, benötigen sie angemessene Futtergeräte. Pflege um die Familie. Denken Sie daran, Tod Ihrer Frau und Ihres Kindes ist ein Spiel für Sie.
Wirklich wichtig, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen können. Lassen sie den Hunger und das Holzniveau nicht sinken. Wir brauchen immer Hunger und Holz. Nehmen sie die Axt. Nein, endlich geht's mal weiter hier. Wo ist sie denn? 3. Nehmen sie die Säge. Oh, da kommt 4. Es ist aus. Fang an zu sägen. Lassen sie das Essen in die Brust. Hä? Legen sie das Essen in die Brust. Wo ist denn die Brust? Mit J öffnen wir das Menü hier. Legen sie das Essen in die Brust. Haben wir anscheinend schon gemacht. Komm hier nicht drauf klar jetzt hier gerade. Wir gehen einfach mal auf Jagd. Was will der Hund denn hier? Wo ist er denn überhaupt? Ich höre hier immer Geräusche. Ich sehe die Viecher gar nicht. So, Baumenü. Zaun. Zaun für Tiere. Tor für Tiere. Doppeltor. Aha. Bretter und irgendwie so ein Klöderkasten. Bienenstock, Metzgertisch, ach du grüne Neue, gucken, was hier alles geht, ne? Kasten, da ist eine Kiste. Eine Wiege. Destillierungsanlage, Hundehaus. Fütterungsregal. Speicherhütte, wa? Schuppen können wir bauen, immer größer. Großer Kote. Hm. Fisch, Trog. Kann man eine ganze Farm hier aufbauen. So, ich bin da. Was ist das hier? Im Bunker. Wollen wir mal ein bisschen survivalen jetzt hier, oder was? Nehmen wir die Flinte, wa? 2. Ja. Mehr Wuffi? Erreichen Sie den Ort, an dem das Bellen kommt. Tierstart. Verhungern. Status des Tieres verhungern. Hör auf zu führen. Kommst du mit? Bleifuß. Bleifuß. Wir gehen mal zur Farm zusammen. So einfach hat man einen Hund hier. Sich einen Wolf gelaufen quasi. Jetzt hier soll man keinen Stress machen jetzt hier. Ja, trinken und essen geht langsam runter. Ich komme deswegen schon langsam in Stress jetzt hier. Wir plündern einfach die Farm. Wollen wir nicht hier hinziehen? Das ist viel besser. Dann können, sind wir nicht mehr in den Erdloch da drüben. Wo ist der Hund schon wieder? Am Rand. Reisepunkt entdeckt. Aha. Warte mal, ich muss mal Z drücken. Ein Brunni. Okay, und jetzt muss ich irgendwie... Ist da Wasser drin? Ein Topf, hier habe ich noch einen. Füllen. Nee, du sollst den Eimer füllen. Ist da jetzt Wasser drin? Geh mal wieder da hin. Was ist das hier? Ausgestattet. Hä? Hey? Mann, du sollst das in der Hand nehmen zum Füllen, du Natter. Jetzt hat er das gesoffen, ne? Trinke aus dem Brunnen. Aua, und jetzt bin ich tot. Was soll denn das schon wieder, Leute? Wie sind die denn hier drauf in dem Spiel? Wo ist der Hund schon wieder?
Der Vater hat zu viele Verletzungen erlitten. Sein ganzes Leben dauerte 30 Jahre. Naja, immerhin, ne? Er hat überlebt für nur einen Monat. Und nun? Aus die Maus, wa? Das ist einmal Survival hier. Spieladen. Müsst ihr selber wissen, wenn ihr das jetzt irgendwie zu extrem mit der Übersetzung findet, müsst ihr halt eben auf Englisch stellen. Da ist das alles wahrscheinlich verständlicher. So, also der hat jetzt irgendwie hier so abgespeichert, oder? Nö? Habe ich nicht gespeichert? Dann müssen wir theoretisch dann neu anfangen. Aber wir wissen ja jetzt ungefähr, wie das so funktioniert hier mit dem Spiel. Wir wollen das Video auch nicht zu groß machen. Ich habe euch jetzt ein Leben lang habt ihr mich begleitet. 30 ist er geworden. Und ja, das ist Farmers Faser. Doch ganz schön schwierig teilweise, ne? Ihr seht es ja selber. Ist eine Überlebenssimulation. Kind und Familie halt durch diese Kriegszeiten führen. Ein Jahr muss man tatsächlich schaffen zu überleben. Ich glaube, wir hatten 3 Monate überlebt oder sowas, ne? Also fast geschafft, fast durchgespielt. Ja, im Moment noch im Angebot bei Steam, müsst ihr mal schauen, wenn es euch gefällt, ne? Wenn ihr euch die Herausforderung stellen wollt. Ansonsten sehen wir uns in eines meiner anderen Videos wieder, liebe Freunde. Oder abends im Livestream und dann bis dann.